Man begräbt Baby bei lebendigem Leib. 9 Stunden später geschieht das Unglaubliche. Als Carlton C. 32, am Samstag in der Gegend von Lolo Hot Springs im US-Staat Montana durchdrehte und Leute mit dem Tod bedrohte, rief ein Zeuge die Polizei. Vor Ort erfuhren die Beamten, dass der 32-Jährige eigentlich ein Baby bei sich haben sollte. Es war jedoch seit Stunden verschwunden. Der Verdächtige, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand, gab schließlich zu, dass er das 5 Monate alte Kind irgendwo in den Bergen begraben hatte, bei lebendigem Leib. 6 Stunden suchten die Beamten daraufhin weiträumig das Gebiet ab. Das Kind war insgesamt bereits seit 9 Stunden begraben, ehe das Unglaubliche geschah. Ein Polizist hörte tatsächlich ein ganz leises Wimmern. Unter einem Haufen von Stöcken und Schutt fanden die Beamten schließlich das Baby in einem durchnässten Strampelanzug. Das Kind hatte mehr als 9 Stunden allein in den Wäldern überlebt, bevor es gerettet und ins Krankenhaus gebracht wurde, berichtet Fuchs 28. Laut Behörden befindet sich der Säugling wie durch ein Wunder in gutem Zustand. Carlton C. sitzt nun in Untersuchungshaft.